Mit Sicherheit weiß ich, dass es böse Menschen sind. Und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der Regierung Blair, um das Problem anzugehen. Meine Eltern waren nach Pakistan gereist und haben dort eine Braut für mich gefunden. Als meine Mutter zurückkehrte, sagte sie mir, dass ich nach Pakistan fliegen soll, um dort zu heiraten. Also habe ich mir ein Ticket gekauft und bin hingeflogen. Kann ich dir helfen? Nein, nicht nötig. Hast du auch nichts vergessen, Asif? Ich bin in 10 Minuten fertig. In 10 Minuten. Gut, beeil dich, mein Junge. Eigentlich wollte ich gar nicht. Ich hatte einen Job, hab gearbeitet. Aber sie sagte zu mir, es wird Zeit, dass du nach Pakistan gehst. Pass gut auf dich auf. Mach ich. Und besuch auch deinen Vater, hast du verstanden? Ich bin von Birmingham abgeflogen. Und von dort direkt nach Faisalabad. Von da nahm ich ein Taxi und fuhr in unser Dorf. Mein Vater war zur selben Zeit da. Oh, Salam. Hallo, Asif. Hallo. Wie geht es dir? Danke, mir geht's gut. Ich bin etwa 4 Tage da geblieben. Ich habe das Mädchen kennengelernt und mich entschlossen, sie zu heiraten. Dann habe ich Ruhl angerufen. Hallo, Ruhl. Asif, was liegt an? Alles locker, Mann. Hab lange nichts von dir gehört. Als er mich fragte, ob ich zu seiner Hochzeit komme, dachte ich, wieso nicht? Schließlich ist er mein Freund und da sollte ich schon dabei sein. Und das wird bestimmt ein super Urlaub werden. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mach's gut, Ras. Ja. Komm bald zurück. Aber ja, komm bald zurück. Ich bin bald wieder da. Wiedersehen. Monir, Shafiq und ich haben uns ein Taxi zum Flughafen genommen. Alles klar? Kann's losgehen? Ja, Mann. Ich wollte bei Asifs Hochzeit dabei sein. Außerdem bin ich schon lange nicht mehr in Pakistan gewesen, seit 13 Jahren nicht. Und ich wollte natürlich auch meine Verwandten wiedersehen. Hast du deinen Pass dabei? Ja, klar. Auf Visum und so? Ja, ja. Alles klar, Monir? Ja, mir geht's gut. Euch auch? Ja, alles bestens. Ich weiß das noch nicht, dass wir nach Pakistan fliegen. Echt abgefahren. Wollen wir die Plätze tauschen? Ja, Mann. Monir war ein richtig netter Kerl. Er war wie ich Bengale. Er hätte nie über jemanden ein schlechtes Wort verloren. Wir sind in Karatschi gelandet. Wir haben uns kein Hotel geleistet, weil wir dachten, es wäre zu teuer. Deshalb sind wir erstmal in eine Moschee gegangen. Alaikum salam. Ich bin Shafiq. Hallo. Salam alaikum. Auch heute versammelten sich wieder zahlreiche Menschen in den Straßen von Karatschi. Dazu aufgerufen haben die islamischen Parteien Pakistans, die die Taliban unterstützen. Dies sind erste Hinweise auf politische Unruhen, die mit ziemlicher Sicherheit ausbrechen werden, wenn es zu einer amerikanischen Intervention in Afghanistan kommen sollte. In Karatschi sind wir etwa eine Woche geblieben. Wir haben uns alles angesehen. Wir waren shoppen und haben uns entspannt. Da Shafiq seine Familie besuchte, hatten Munir und ich ein paar Tage für uns allein. Wollten Sie zu mir nach Hause kommen, aber ich bin dann doch lieber nach Karatschi gefahren. Wiedersehen! Als Shafiq nach Karatschi zurückkehrte, brachte er seinen Cousin Sahib mit. Aus welchem Teil Pakistans kommen Sie? Ich bin aus Multan. Multan? Hallo, gut. Schön, dich zu sehen. Ruhl ist sowas wie mein bester Freund, ja. Obwohl er Bengale war. Ich kenne Asif seit seiner Geburt. Was war denn los, Mann? Ich habe nur auf dem Scheißhaus gesessen und geschissen. Ich hatte den Schiss. Es war die Zeit der Freitagsgebete und wir kamen gerade an einer Moschee vorbei. Und da eine Menge Menschen hineingingen, sind wir ihnen einfach gefolgt. Afghanistan, mein Bombari! Afghanistan, mein Jabr ke tahat iqtidar ki tabdili badtareen riyasat
Die Menschen waren total aufgebracht und riefen irgendwelche Parolen. Der Imam sagte, ihr müsst dem afghanischen Volk helfen, wo ihr nur könnt. Wir hatten ohnehin die Absicht, dahin zu fahren, um uns ein Bild zu machen. Wenn alle einverstanden sind, fahren wir doch mal hin. Das kostet uns höchstens 200 Rupien. Also wenn wir schon hinfahren, dann um Erfahrungen zu sammeln und um zu helfen. Und da gibt's auch gut zu essen. Riesige Nans. Was war? Brote von so einer Größe. Oder weißt Mächtige du das? Mächtige Nans. Ich hab Nans von der Größe gesehen. Ja, Brote von der Größe, ja. Und was sprechen die da? Kann ich mit denen Urdu reden oder was? Ich glaube, die sprechen der Pushto, okay? Pushto. Im Grunde wissen wir gar nichts, aber wir werden's erfahren. Wenn die erstmal da sind. Nimm dir den Stuhl da und setz dich hin. Ja, komm, setz dich her. Gib ihm auch Reis. Dank zu, Junge. Und Brot hier. Ist nicht, sag, das ist sowieso. Wenn wir das in Afghanistan machen, ist das eine gute Sache, ja. Echt. In den 2 Wochen, die ich in Pakistan war, haben fast alle Menschen dasselbe gesagt. Es wird keinen Angriff auf Afghanistan geben. Also sind wir in einen Bus gestiegen und weg. Geht's dir nicht gut? Nein. Das ist ja widerlich. Hey, habt ihr die Fliegenschwärme gesehen? Ihr bist verfolgt, der Kerl ist denn nicht hinter mir hergeschlichen, wollten wir irgendwas anderes. Mitten in der Nacht hat der Fahrer irgendjemanden angefahren und wir sind alle ausgestiegen, um nachzusehen. Und der Busfahrer ist einfach abgehauen. Also mussten wir uns einen anderen suchen, der uns nach Quetta fuhr. Und als wir in Quetta ankamen, mussten wir umsteigen. Abgefahren, mein Wahnsinn! Kurz vor der Grenze haben wir nochmal an einer Moschee angehalten. Da steckt nach Kloake. Und so kam es, dass sie mich vergaßen. Anhalten! Es fehlt noch einer. Können Sie mich zur Grenze bringen? Geht's nicht schneller? Der Grenzverkehr geht unvermindert weiter. Es sind vor allem mutige afghanische Hilfsarbeiter. Die Menschen hier sind auf sie angewiesen, weil sie ihnen Essen und medizinische Hilfsgüter bringen und die Außenwelt über ihre katastrophalen Bedingungen informieren. Sie kam mit Motorrädern und wir zahlten ihnen so um die 200 Rupien. Sie haben uns über die Grenze gebracht. Wir holen dich morgen ab, okay? Ich habe die Grenze dann schließlich zu Fuß überquert. Niemand hat mich angehalten. Ich
Wo wart ihr denn plötzlich? Dasselbe wollten wir dich fragen. Ihr Arschlöcher! Wie konntet ihr ohne mich abhauen? Natürlich, du bist sauer. Wenn du so oft scheißen musst, dann scheiß im Bus. Wir fuhren dann über die Grenze. Das war kinderleicht. Man hatte das Gefühl, als wäre es ganz einfach. Man hatte nicht den Eindruck, in ein anderes Land zu gehen. Aber als wir dann da waren, war die Situation völlig anders. Seht mal. Gerade als wir Kandahar erreichten, begannen die Bombenangriffe. Oh Mann. Scheiße. Hey, sieht mal da. Es war erschreckend. So was sieht man sonst nur im Kino. Aufstehen, lass mich schlafen. Wächst du uns? Warum machst du so einen Lärm? Das geht mir beschissen. Hey, seht ihr den Anstern? Das sind solche Dinge. Ja, echt riesig. Wir nehmen zwei. Na, schmeckt's? Kandahar, im Süden Afghanistans, das Zentrum der Taliban. Diese Aufnahmen von Al Jazeera belegen, dass trotz der amerikanischen Bombenangriffe die Unterstützung für die Taliban noch immer sehr groß ist. Wir blieben nur einen Tag in Kandahar und fuhren dann weiter nach Kabul. Die Fahrt nach Kabul war der reinste Horror. Versuch ein bisschen zu schlafen. Wenn du aufwachst, sind wir da. Können wir anhalten? Es geht ihm ziemlich schlecht. Das geht nicht. Ausgeschlossen. Hast du gerufen? Bis Kabul, wie weit ist es noch? Das dauert 10 bis 12 Stunden. Jetzt geht besser. Ach, du kommst schon wieder auf die Beine. Das hat nichts zu bedeuten. Das ist nur vorübergehend. Aber er hat Fieber. Du warst schon wieder gesund. Er soll dich abhalten, sag's ihm. So schlimm wird schon nicht sein. Hat er Fieber? Er soll seine verdammte Schnauze haben. Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Die amerikanischen Streitkräfte setzen ihre Bombenangriffe auf Stellungen der Taliban und deren Panzereinheiten nördlich von Kabul rund um die Uhr fort. Wir waren so etwa 2,5 Wochen in Kabul. Ich verzichte auf den Scheiß. Gott, stinkt das. Das sind die Gewürze, Mann. Gar nicht so übel. Das reicht. Wir haben genug, hä? Er wird sterben, habe ich gedacht. Es ging ihm ziemlich schlecht in Afghanistan. Ich dachte, er schafft's nicht. Wie geht's dir jetzt? Gib den Kopf. Nachstellen.
Das Brot ist scheiße. Besser als nichts. Du kennst doch diesen wulstigen Pizzarand. Was meinst du? Na, die Kruste mit dem geschmolzenen Käse. Du hast zu viele Nerds gegessen. Du denkst doch ständig nur an das eine. Nach Augenzeugenberichten waren die jüngsten amerikanischen Bombenangriffe auf Afghanistan die bisher schwersten. Und auch diesmal richteten sich die Angriffe vor allem gegen die Hauptstadt Kabul. Einwohner berichten, dass eine Angriffswelle auf die Afghanistan sei, dass der Flughafen der Stadt am schwersten getroffen ist. Eigentlich haben wir die ganze Zeit nur abgehangen. Und mit der Zeit waren wir ziemlich angepisst, weil wir nichts tun konnten. Und dafür waren wir ja nicht hier. Assalamu alaikum. Sprichst du Urdu? Ist Shahari? Wir würden gerne etwas mit ihm besprechen. Wir möchten nämlich wieder zurück nach Pakistan. Warum? Ganz einfach, weil uns hier die Hände gebunden sind. Mhm. Niemandem ist geholfen, wenn wir hier nur unnütz rumsitzen, verstehst du? Könnt ihr das irgendwie arrangieren? Okay, ich besorge euch ein Auto. Würdest du das tun? Ja, kein Problem. Das wäre super. Ja, wenn er das arrangieren kann, dass wir nach Pakistan zurückkommen. Hoffen wir es. Er macht das schon. Zum ersten Mal war die afghanische Hauptstadt Ziel der Bombenangriffe. Dies war früher mal ein Wohngebiet. Zwar hat es keine Toten gegeben, aber die Taliban behaupten, dass nach einem Raketeneinschlag in einer Moschee in Jalalabad 15 Menschen sterben mussten. Ich fahr nach Pakistan, ist das richtig? Ja, nach Pakistan. Können wir einsteigen? Ja. Dann rein, Leute. Wir stiegen ein in der Annahme, sie würden in die richtige Richtung fahren. Diesmal nehmen wir reichlich Getränke mit. Letztes Mal haben sie uns alles weggetrunken. Irgendwo im Nirgendwo. Damals dachte ich, wo sind wir hier gelandet? Was geht hier vor? Wir lernten einen Mann kennen und haben jeden Tag mit ihm gesprochen. Und irgendwann hat er uns dann nach Kunduz gefahren. Die Soldaten der Nordallianz unterwegs nach Kunduz waren heute Morgen guter Stimmung. Es ging das Gerücht um, die Stadt stünde kurz vor der Kapitulation. Und diese Männer hofften, zu den ersten zu gehören, die hineinfuhren. Wo man noch hin sah, überall Ausländer. Uns war klar, dass das Kämpfer waren, denn sie hatten Kalaschnikows. Die Stadt war verschont geblieben, die Außenbezirke allerdings weniger. In Kunduz saßen wir dann in der Falle. Ich verstehe ihn nicht. Er hat über den Krieg geredet. Ist er gefoltert worden? Ja. Vor 2 Jahren ist er in Dost ums Gefängnis gefoltert worden und sie haben ihm die Finger abgeschnitten. Und sein Bruder ist brutal ermordet worden. Er wurde von 2 Panzern auseinandergerissen. Wer ist dieser Dost um? Dostum ist verantwortlich für das Bombardement. Da
Damals hatte ich mit allem abgeschlossen und mir gesagt, dein Leben ist vorbei. Die Oberbefehlshaber der Nordallianz sprechen von der letzten großen Schlacht um die Taliban-Hochburg im Norden des Landes. In den Nachrichten war davon die Rede, sie hätten die Frontlinie nach Kunduz durchbrochen und würden in Kunduz einmarschieren und alle wurden panisch. Jeder suchte sich irgendeinen Lieferwagen. Wir suchten Monir, konnten ihn aber nicht finden. Hey, Schatz! Wir müssen Monir holen! Wo ist Monir? Hast du Monir irgendwo gesehen? Monir ist nicht da. Wo ist der? Wo ist Monir? Hast du Monir gesehen? Wir müssen uns beeilen. Hast du Monir gesehen? Hast du vielleicht Monir gesehen? Hat ihn niemand gesehen? Hey, wo läuft der Lange? Sieh mir noch mal da drin nach. Vielleicht ist er da. Monir! 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 Wo ist der Kerl, verdammt nochmal? Monir! Monir! Hey, Monir! Ist der bei euch da? Ist Monir bei euch da oben? Monir! Ist er da? Monir! Monir! Wir hockten uns auf die Ladefläche. Die Leute meinten, ihr werdet ihn schon irgendwo wiederfinden. Aber das haben wir nicht. Wir hörten nie wieder von Monir. Wir sind etwa eine Stunde lang kreuz und quer durch Kunduz gefahren. Irgendwo außerhalb haben sie uns abgesetzt. Sie wollten noch mal zurück, denn sie hatten noch andere, die darauf warteten, abgeholt zu werden. Wir versprachen uns, dass wir uns nie trennen würden. Und dann schlugen urplötzlich die Bomben ein. Die ganze Nacht lang rannten wir im Kreis und kamen immer wieder da an, von wo aus wir losgerannt waren. Salam alaikum. Hey, Schaf! Ich geh da rüber! Ist auf Murgia. Shafiq und Asif waren schon aufgestiegen, aber ich hatte meine Schuhe vergessen. Und wären wir alle aufgestiegen, dann wären wir vielleicht nicht mehr am Leben.
Ich hörte überall Menschen schreien und wen ich auch sah, er hatte entweder zerfetzte Beine oder der Magen hing ihm raus oder er hatte keine Arme mehr. Wenn jemand schreckliche Schmerzen leidet, ohne dass man helfen kann, dann nimmt einen das ziemlich mit. Was ist mit dir? Mich hat's erwischt. Wie ist das passiert? Bombensplitter. Bombensplitter? Bist du schwer verletzt? Es geht schon. Sieht nicht gut aus. Ist nicht so schlimm. Es geht schon. Okay, warte hier. Hast du Wasser? Ich verdurste es auch nicht. Besorg was, okay? Wasser. Hat jemand Wasser? Wasser! Ich brauche Wasser! Er war überall voller Blut. Der Bart, sein gesamtes Gesicht, einfach alles. Es war ein scheußlicher Geruch nach Blut, der die Luft erfüllte. Ruhl und die anderen waren schon auf dem Laster. Wir beobachteten, wie die Taliban-Kämpfer in langen Fahrzeugkolonnen die Front überquerten. Das ist die größte Kapitulation von Taliban-Truppen, bei denen wir als Außenstehende Zeugen waren. Die Nordallianz weiß natürlich, dass die ganze Welt verfolgt, was sich hier abspielt. Man will sehen, wie sie ihre Gefangenen behandeln. Die Afghanen und vor allem jene, die aus anderen Ländern stammen. Wir sind in der Hoffnung hergekommen, dass sie unsere Brüder sind, also Moslems. Und dass sie uns nicht misshandeln oder schlecht behandeln. Und das haben sie uns auch versprochen. Die sind mit uns nicht weit gefahren. Das waren höchstens so 3 oder 4 Meilen. Ich dachte, der Kerl bringt mich um, als er seine Waffe auf mich richtete. Ich dachte damals, die erschießen uns. Ich glaubte, die werden uns erschießen. Irgendwo, ein bisschen weiter weg, hoben sie Massengräber aus. Da warfen sie dann noch Leichen rein. Doch man sah auch, dass da noch Leute lagen, die verwundet waren. Man konnte klar erkennen, dass die noch lebten und die warfen sie dann auch alle noch mit rein. Die Hände hatten sie uns auf dem Rücken gefesselt, sodass die Arme nicht mehr richtig durchblutet wurden. Reicher!
Ein tiefer Graben war da. Und wir mussten uns alle da reinhocken. Und drumherum standen sie schwer bewaffnet. Und wir alle dachten, die werden uns in dem Graben erschießen und uns alle umbringen. Schaff und ich schafften es auf einen Lastwagen, auf denselben. Asif war auch dabei, aber der Wagen war schon voll und so konnte er nicht mit. Die Fahrt hat vielleicht einen Tag oder anderthalb gedauert. Nach Masai Sharif. Wir hatten Glück, Schaff und ich. Wir kriegten einen Pritschenwagen. Der Wagen war völlig überladen. Nach etwa 5 Minuten stieg die Luftfeuchtigkeit extrem an. Es war fast unmöglich zu atmen. Es gab welche, die anfingen zu schreien. Wieder andere schlugen gegen die Wände oder beteten. Ich stand auf und schrie ebenfalls. Doch der Kerl, der neben mir saß, zog mich wieder runter. Und als ich wieder unten saß, konnte ich viel leichter atmen. Doch irgendwann wurde ich ohnmächtig. Ein paar Stunden später hörten wir Schüsse. Wir wussten nicht, was los war. Das Ganze dauerte vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde. Dann war plötzlich alles wieder still. Als ich wieder aufwachte, sah ich, dass Licht in den Container fiel. Ich, dass eine Leiche neben mir lag, dass unter mir ein Toter lag. Alles war nass und sehr kalt. Ich hatte ein Tuch dabei. Das habe ich dann einfach zerrissen. Ich habe damit das Wasser aufgewischt, das Tuch ausgedrückt und das Wasser getrunken. Sie holten dann die Körper aus dem Wagen, die Toten meine ich. Sie warfen sie auf einen Haufen und durchsuchten sie nach Wertsachen. Ich wusste nicht, was geschah. Ich dachte, ich wäre ein Zombie. Es war ein unerträglicher Gestank. Im Grunde stank es überall nach Tod. Alles in Ordnung? Geht's Asif wieder gut? Er hat eine Schussverletzung. Das Gefängnis Shebergan im Norden Afghanistans. Hier werden hunderte Afghanen und ausländische Kämpfer in völlig überfüllten Zellen gefangen gehalten.
Die Taliban-Kämpfer hier gelten als extrem gefährlich. Besonders nach den jüngsten Aufständen im nahegelegenen Gefängnis von Kalajangi, wo hunderte Taliban-Gefangene die Wachen der Nordallianz überwältigten. Tagelang bekamen wir nichts zu essen, auch kein Wasser. Brot! Es gibt Brot! Lass mich durch! Lass mal, ich mach das schon. Nachts war es so voll, dass wir uns nur abwechselnd hinlegen konnten, um zu schlafen. Als das Rote Kreuz kam, ging es uns dann besser. Woher kommen Sie? Ich bin aus Pakistan. Im Gefängnis haben Sie uns eingetrichtert. Sagt bloß nicht, dass ihr Briten seid. Und wie heißen Sie? Ramesh. Ramesh. Und woher kommen Sie? Ramesh. Aus Pakistan. Ich bin aus Pakistan. Mujido. Ja, ich glaube, wir sollten dem Journalisten unsere Geschichte erzählen. Oder noch besser, sie ihm verkaufen. Wir wollten dabei bleiben, dass wir aus Pakistan sind, um schneller wieder nach Hause zu kommen. Spricht jemand Englisch? Spricht hier jemand Englisch? Spricht jemand Englisch? Spricht hier jemand Englisch? Sprichst du Englisch? Was? Englisch! Er sucht jemanden, der Englisch kann. Englisch. Englisch? Dann komm. Willst du wirklich mitgehen? Sei vorsichtig. Ne? Wir lassen uns bestimmt frei. Tipp! 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 Wie ist dein Name? Ruhel Ahmed. Alter? 20. Woher kommst du? Ich bin aus Tipton. Wo zum Teufel liegt Tipton? Tipton bei Birmingham. Du meinst, du kommst aus England? Ja, Tipton in England, ja. Du bist aus England, du Arsch? Was hast du hier zu suchen? Spinn ich. Antworte gefälligst! Wir wollten Urlaub machen. Wer ist wir? Ich und zwei Kumpels von mir. Namen? Wie heißen die Typen? Na komm schon! Shafiq Rasool und Asif Iqbal. Okay, besten Dank. Hör zu, du bist hier in amerikanischem Gewahrsam, okay? Los, abführen und durchsuchen. Sir. Durchsuchen? Bringen Sie mir Shafiq Rasool und Asif Iqbal. Warum wollen Sie mich durchsuchen? Zunächst mal interessieren uns die, die uns geheimdienstlich relevante Informationen liefern können. Wegtreten! Das war's! Shafiq Rasool! Na los, steh auf! Was? Austreten! Ja? Was ist los, zwei? Komm, komm! Ja, schneller! Los, mach schon! Schneller, schneller! Wenn man in Großbritannien lebt, glaubt man, die Amerikaner sind schon in Ordnung. Name? Asif Iqbal. Ich dachte, ja, jetzt wird alles gut. Ich glaube, das passiert schon nichts. Aber ich habe mich geirrt. Woher kommst du? Aus Pakistan. Lüg mich nicht an, Shafiq. Woher kommst du? Aus Pakistan, Karachi. Du sollst mich verdammt nochmal nicht anlügen! Fangen wir nochmal an. Woher kommst du? Ich lebe in England, aber ich komme aus Pakistan. Okay. Ich komme aus Pakistan. Setz dich aufrecht hin! Streck die Beine aus! Was läuft hier eigentlich? Halt's Maul, Schnauze! Ich dachte, die würden uns hängen. Schneller, wenn ich bitten darf! Weiter geht's! Weiter! Los, los!
Durchsuchung hat mich so ein Typ zu Boden geworfen und dabei hat er mich noch getreten. Lass die Köpfe runter! Hey, Finn! Oh, oh. Du! Und du! Hey, geh weiter! Hier kann Luftwaffenstützpunkt Kandahar im Süden Afghanistans. Heute dient er als Gefängnis für einige der gefährlichsten Al-Qaida-Terroristen. Ich denke, wir sind jetzt so weit, dass wir die wirklich gefährlichen Verbrecher rausfiltern können. Ich denke, wir kennen uns jetzt mit denen aus und die Marines sind auf alles vorbereitet. Lassen Sie die Gefangenen aufstehen und da hinten antreten! Jawohl, Sir! Wir durften nicht sprechen und uns nicht bewegen. Wir durften auch nicht hochblicken oder die Soldaten ansehen. Ist es schneller? Herr Duda, ja, dich meine ich! Komm her! Schneller! Gefangener, komm her! Zeig mir deine Hände. Auch die Handflächen. Umdrehen. Nummer 78! 78! Nummer 78! Aufstehen! Aufstehen! Ab nach hinten! Ihr wisst ja, wie sowas geht! Gesicht voll und frech! Hörst du? Umdrehen! Halt um! Kümmert euch um ihn! Gebt ihn hoch! Wer soll sich hinknien? Und auf die Knie. Auf die Knie. Private, richten Sie ihn auf. Ja, Sir. Nehmen Sie ihm den Sack vom Kopf. Danke. Kannst du mich sehen? Siehst du ihn auch? Hm? Siehst du mich? Wenn du dich rührst, erschießt er dich. Danke, Private. Wie heißt du? Shafiq Rasool. Und wie ist dein Geburtsdatum? 15. April 1977. April, okay. Mit wem warst du unterwegs in Pakistan? Mit meinen Freunden. Einer von ihnen wollte heiraten. Sie sind auch mit hier. Aber einer von ihnen ist verloren gegangen in Kunduz. Er war in einem der Konvois, die schon losgefahren sind. In einem, der bombardiert worden ist. Du meinst, er ist tot? Ich glaube schon. Wie heißt er? Monir. Da hinten, wegtreten! 3, 2, 1, zurücktreten! Bleib, Moritz, bleib da liegen! Mach schon, alle mal zurück! Bist du schwerhörig? Ich bewege euch! Es ist schneller, was geht! Jetzt wieder. Lass mal. Tagsüber war es sehr heiß, aber nachts eiskalt. Wollt ihr was? Hey, Moment mal! Zurück, zurück! Wie hier, komm! Bedient euch! Nicht näher, kommt zurück! Auf! Hört euch! Hier! Für dich! Zurück! Zurück! Geht zurück! Da, hier, für dich! Habt ihr nicht gehört? Ja. Na, fang! Auf. Hier! Für dich! Hier! Doch! Na los! Zurück! Hallo. Fang! Weg! Zurück! Sie haben uns einmal die Stunde geweckt und wir mussten in Reihe antreten und dann haben sie uns durchgezählt. Durchzählen! Alle Mann auf! Zeigt mal eure Armbänder. Arme hoch, damit ich die Nummern sehen kann. Arme hoch! 72, 10, 79, 60, 21, 147, 207, 28, 15, 91 und zurück. Bewegt euch! Was soll das, Mann? Thank you.
Die geringste Bewegung und ich erschieße dich. Ist das klar? Ja. Magst du was? Ja, ich hätte nichts dagegen. Du kannst so viel haben, wie du willst. Mehr, als du überhaupt essen kannst. Ja. Wenn du uns verrätst, worüber die anderen sprechen. Was wollen sie wissen? Nun, schon anfangen haben. Erstmal alles. Aber ich verstehe doch gar nicht deren Sprache. Was sprichst du denn? Ich spreche Bengalisch. Und die anderen? Keine Ahnung, Urdu, Arabisch? Was weiß ich, keine Ahnung. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du redest nur Scheiße. Du hängst doch mit denen rum. Wie lange bist du mit denen zusammen? Und da meinst du, du verstehst nichts? Verstehen sie's? Macht, dass ihr nach hinten kommt! Und zurück an die Wand! Bewegt euch! Auf die Knie! Los, runter! Gesicht auf den Boden! Runter! Runter! Bleib liegen, kapiert? Sieh mich nicht an! Fuck you! Wenn du die Wachen angesehen hast, dann haben die Folgendes gemacht. Die haben mit den Fingern in deine Augen gezeigt. In deine Augen. Und sie sagten, Augen runter. Und dabei haben sie ständig vor dir gestikuliert. Und hast du sie doch mal angesehen, wurdest du sofort bestraft. Setz dich hin! Hey du! Setz dich auf deinen Arsch! Das gilt auch für dich! Sieh mich nicht an! Du gehörst zu Al-Qaida. Nein. Richten sie den Arsch wieder auf. Sieh mich an. Du gehörst zu Al-Qaida. Ah. Du gehörst zu Al-Qaida. Nein, natürlich nicht. Jetzt hör mal, du Drecksack. Das hört sofort auf. Aber wann entscheidest du? Wir können aufhören oder die ganze Nacht fortfahren. Von mir aus noch die ganze Nacht und den morgigen Tag. Also, du gehörst zu Al-Qaida. Wir haben dich mit den Taliban gesehen. Du bist von der Nordallianz verhaftet worden. Wir wollen von dir wissen, wo Bin Laden steckt. Sieh mich an. Wo ist Bin Laden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Helfen Sie ihm hoch. Als er mich schlug, bin ich immer zu Boden gestürzt. Und als sie mich zurückbrachten, war mein Gesicht zugeschwollen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Die bereits da waren, hatten auch einen Koran. Alle durchsuchen! Bewegt euch! Jetzt kommt schon, steht auf! Private, fangen Sie an! Auf! Hoch mit euch! Auch unter den Kleidern nachsehen! Sie haben alles aufgesammelt und genau dahin geworfen, wo wir urinierten. Scheiße. Das muss schneller gehen. Unter einer Minute 30, das schaffst du doch, oder? Schneller, schneller! Geben Sie ihm einen Stuhl, geben Sie ihm einen Stuhl. Nehmen Sie ihm die Handschellen ab und legen Sie sie ihm vorne. Hier für Sie. Na, Asif? Erstaunt Sie das, einen Engländer vorzufinden? Ja. Wir sind beide sehr weit weg von der Heimat. Aber wir sitzen auf unterschiedlichen Seiten. Ich kann nämlich erklären, weshalb ich hier bin. Sie haben da allerdings ein paar Schwierigkeiten, so wie es aussieht. Also fangen wir doch mal an, hm? Ist alles in Ordnung? Ich habe Ihre Polizeiakte hier und auch Asifs Polizeiakte. Wenn Sie mir nicht glauben, sehen Sie selbst, das sind Formulare von Interpol. Ja und? Ich wollte Ihnen damit nur zeigen, dass ich Ihnen keinen Quatsch erzähle. Denn ich will auch nicht, dass Sie mich verscheißern. Das könnte uns beiden die Sache erleichtern. Wollen wir mal einen Blick in Ihre Akte werfen. Arglistige Täuschung, Betrug, Fehlerei, schwere öffentliche Ruhestörung. Ja, aber wir sind nie angeklagt worden. Aber die Fakten sind korrekt. Ja. Ich erzähle Ihnen also keinen Scheiß. Nein.
Was hatten Sie in der Moschee im Finsbury Park zu suchen? Ich bin nicht mal in der Nähe gewesen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. In der genannten Moschee war ich nicht. Dann erzählen Sie mir doch mal, wie Sie Mitglied der Al-Muhajirun geworden sind. Wer? Komm hoch! Setzen Sie ihn wieder hin. Überrascht es Sie zu hören, dass kurz nach Ihrer Abreise bei Ihnen zu Hause eine Razzia stattgefunden hat? Bullshit. Nein, das ist kein Bullshit. Das ist die Wahrheit. Ist es auch Bullshit, dass Sie in der Zentralmoschee in Birmingham gewesen sind? Nein, das stimmt. Mhm. Ist es Bullshit, dass Sie an einer Demo in London teilgenommen haben? Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Fällt mir schwer, das zu glauben. Sie erfahren sicher nicht sehr viel von zu Hause, hm? Was da los ist. Ich zeige Ihnen mal was als Anreiz für Sie. Werfen Sie mal einen Blick drauf. Das sind Kopien von Unterlagen des Innenministeriums. Sehen Sie? Interpol. Innenministerium. Ein neues Gesetz, das unsere Regierung gerade verabschiedet hat. Es erlaubt den Behörden, Familien abzuschieben, die Verbindung zu terroristischen Zellen oder terroristischen Organisationen haben. Verstehen Sie, was das für Sie und Ihre Familie bedeutet? Ihre Schwester studiert auch an der Universität von Exeter. Ich weiß nicht, ob es für Sie so leicht wird, Ihr Studium in Pakistan fortzusetzen. Sehen Sie jetzt den Ernst der Lage? 78! 78, beweg dich los! Steh auf! Schneller, beeil dich! Hände hinter den Kopf! Kommt schnell! Keine Bewegung! Bleib ja so liegen! Komm, lauf ein bisschen mit! Komm schon, stell dich nicht so an! Schneller, schneller! Komm schon, komm! Auf die Knie, auf die Knie! Hinlegen! Reck die Beine aus! Nicht so lahmarschig! Das ist ein Spaziergang auf, du Kameltreiber! Bisschen schneller, du Wichser! Kapuze weg! Schneller! Was ist los? Hast du Schiss? Kapuze weg. Steh still. Und weitergehen. Weiter. Ja, lass dich nicht dahin, du Arsch. Auch heute treffen wieder zahlreiche Gefangene, Mitglieder von Al-Qaida und Taliban in Guantanamo Bay auf Kuba ein. Trotz internationaler Kritik beteuert Amerika auch weiterhin, dass in Camp X-Ray menschenwürdige Zustände herrschen. Die Behandlung der Gefangenen ist in Ordnung. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass sie menschenwürdig und angemessen behandelt werden, in Übereinstimmung mit den Genfer Konventionen. Bedenken Sie, dass die in Guantanamo Bay Mörder sind. Sie vertreten nicht dieselben Werte wie wir. Auf die Knie. Blick Richtung darüber. Auf die Knie. Vor den dritten Pfosten. Er darf nichts sehen. Nicht, dass er irgendwas sieht. Ihr seid jetzt Eigentum des US Marine Corps. Das ist euer endgültiger Bestimmungsort. Runter! Lass bloß den Kopf unten! Beine übereinander! Wir hockten ständig so auf den Knien.
Eine Ewigkeit hockten wir so da. Die Sonne war brütend heiß und brannte uns auf den Schädel. Kopf runter! 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 Guck ja auf den Boden! Passen Sie auf, dass er sich nicht aufrichtet! Wir brauchen einen Sunny! Steh auf. Schaff ihn weg. Schaff ihn weg. Na dann los. Komm, mach dich nicht so schwer. Halt die Schnauze, kapiert? Was ist denn mit dem los? Der brennt die Augen! Oh. Was ist, du Schlappschwanz? Hast du was gesagt, hä? Bist du der scheiß Briter? Der britische Verräter? Hä? Los auf die Knie! Du sollst dich hinknien, ich mach das nicht für dich! Kann ich die runternehmen? Schnauze! Los, beweg dich! Weg vom Zaun und weg von der Umrandung, verstanden? Weg vom Zaun! Der Pisseimer steht da und das ist dein Trinkwasser, klar? Und bleib vom Zaun weg! Schnauze! Haltet bloß die Schnauze! In den ersten anderthalb Monaten haben wir unsere Zellen nie verlassen. Was treibst du, Arsch, da? Mach's runter. Ich wollte nur ein bisschen... Nein, mach's ab. Setz dich und verhalte dich ruhig. Du verstehst doch alles. Dann solltest du auch inzwischen die Regeln kennen. Die haben uns nicht beten lassen. Es war nicht erlaubt, in der Zelle zu stehen. In den ersten zwei Wochen durften wir nicht mal mit den Jungs nebenan reden. Stehst du es durch? Ruhe da! Hier wird nicht geredet. Als ich das zum ersten Mal sah, da... Kennen Sie vielleicht zurück in die Zukunft? Erinnern Sie sich an den Kerl mit dem gelben Anzug? An den habe ich dabei denken müssen. Hey, du Arschgesicht. Hör auf zu beten. Hey, hör auf zu beten. Warte da. Es gab da die Extreme Reaction Force. Das waren 5 Soldaten in Kampfkleidung. Die kamen dann in deine Zelle. Ihre Aufgabe war es, den Gefangenen mürbe zu machen. Abteilung, halt! Habt ihn raus! Schneller, schneller, schneller! Das war's dann! Hier wird nicht geredet! Hey! Nimm das Handtuch vom Kopf! Sofort! Ab nach hinten ans Gitter. Mach schon. Rühr dich nicht. Und jetzt geh. Wie heißen Sie? Hm? Asif. Asif Iqbal. Und woher kommen Sie, Asif? Aus Tipton. Ich bin von der britischen Botschaft. Wie geht es Ihnen? Mich interessiert nicht Ihr emotionaler Zustand, sondern wie es um Ihre Gesundheit bestellt ist. Asif, was wollten Sie in Afghanistan? Ich wollte heiraten. Ihr Freund in Afghanistan sagte uns, Sie wären wegen des Dschihads da gewesen. Das ist Schwachsinn. Wenn Sie uns die Wahrheit sagen, können Sie wieder nach Hause. Ich sag Ihnen doch die Wahrheit. Ich war nicht wegen des Dschihads da, Mann. Ich wollte heiraten. Ich bin aus Tipton weg, um zu heiraten. Mein Dad ist in Pakistan, fragen Sie ihn, er erwartet mich. Ihre Freunde meinten, Sie wären wegen des Dschihads da gewesen. Welche Freunde? Wie sind Sie nach Afghanistan gekommen? Ich kann es nicht beweisen.
Und sie glauben mir ohnehin nicht. Also sage ich gar nichts mehr. Nein. Pass auf, dass er dich nicht zwickt. Du müsstest dich mal sehen. Willst du was essen? Ja. Oh, Scheiße. Oh, mach keinen Quatsch, Mann. Verzicht dich lieber. Beweg dich! Komm schon! Okay, ich bin vom MI5 und wir sind hier, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen und Ihnen zu helfen, okay? Beantworten Sie meine Fragen nach bestem Wissen und wir bemühen uns, Sie herauszuholen. Können Sie mir sagen, wo meine Freunde jetzt sind, Asif und Chef? Sind das die beiden, mit denen Sie in Afghanistan eingereist sind? Ja. Ihre zwei Freunde, die Sie als Freunde bezeichnen, haben behauptet, Sie würden zu Al-Qaida gehören. Das ist Schwachsinn. Schwachsinn. Ist das Ihr Kommentar? Ich glaube, dass Sie mir nicht die Wahrheit sagen. Ich bin's, der hier die Fragen stellt. Wollen Sie mir nicht helfen? Ich versuche mein Bestes. Das tun Sie nicht. Und Sie haben keinen Grund. Sie können sich nicht vorstellen, wieso Ihre Freunde behaupten, Sie hätten etwas mit Al-Qaida zu tun. Ich denke, das ist alles Schwachsinn, was Sie mir da erzählen. Ich wette, das haben die nie gesagt. Aus welchem Grund? Können Sie mir sagen, aus welchem Grund die das über Sie sagen? Das ist es ja gerade. Ich glaube nicht, dass Sie das über mich gesagt haben. Wie geht das? Alles okay? Ich heiße Ruhe. Ruhe? Sprichst du Urdu? Urdu. Hier wird nicht geredet. Urdu. Wie lange bist du schon hier? Schluss da, hört auf zu reden. Ich dachte, ich wäre im Zoo. Ja, wirklich, ich kam mir irgendwie vor wie in einem Zoo. Was treibst du da? Hey! Was tust du da? Betest du wie ein Moslem? Was soll der Scheiß? Ich dachte, du wärst Engländer. Was ist denn mit deiner Queen? Hier in Guantanamo Bay sind 186 Gefangene. In diesen Holzbaracken werden sie verhört. Von der CIA, dem FBI und Vernehmungsoffizieren des Militärs. Willst du diese Scheiße für immer anbehalten, ja? Stehst du drauf? Willst du für alle Zeit hier bleiben? Nun tu jetzt bloß nicht so cool, mein Lieber, denn so clever bist du nicht. Du wirst mir jetzt alles erzählen. Sag mir die Wahrheit. Also! Wirst du jetzt reden? Hast du gesagt, du bist ein Kämpfer? Ich dachte, ich hätte sowas gehört. Vergeude nicht meine Zeit. Entweder es zerstört dich oder es macht dich stärker. Mich hat stärker gemacht. Anfangs wäre ich fast kaputt gegangen. Aber dann wurde es besser. Dr. Dre, Eminem, Tupac, schon mal gehört? Die kennst du doch sicher, oder? Kennst du? Ja. Yeah. Hey, kennst du auch? Every boy, better watch your back. Better watch your back. The man to my back. The man to my back. With the wicked chat. With the wicked chat. Don't watch out, the lyrics attack. Ah, versuch's wenigstens. Komm schon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dhalin. Noch wach? Komm mal mit einem deiner Raps rüber, die du den anderen immer beibringst. Worüber soll ich denn rappen? Egal, Mann. Fang an. Also, es geht los. Oh, listen up.
My name's Shafiq Rasool and I'm from Tipton. I tell them I'm Taliban, but they don't want to listen. You won't believe I just came out here for my mate's wedding, do ya? I never thought my ass would be heading for Cuba. And in between, I've been through mad different shit I couldn't handle. But the worst is having them shackles slicing up your ankles. And yo, between me and you, these guards are retards. To see him on his knees, they think he's praying to Okay, hey, lass gut sein. Das reicht jetzt. Das reicht. Trotzdem besten Dank. Und schlaf jetzt. Hey, setz dich hin. Hier wird nicht rumgelaufen. Wieso nicht? Bewegung ist nicht. Du kennst die Regeln. Oh, scheiß drauf, Mann. Im Camp X-Ray durften wir höchstens 5 Minuten die Woche gehen. Länger haben die uns nicht rausgelassen. Bewegung! Mach schon! Grandpa ka ehtiram karo na phenko. Du, ja du, hinten an die Zelle, Hände hinter Kopf. Kurz bald. Das geht auch schneller. Komm schon. Wir haben in einer Höhle in Afghanistan eine Akte gefunden, in der steht, dass du Al-Qaida anbesitzt. Das ist Blödsinn. Wir haben auch die Akte deines Bruders gefunden. Das ist Blödsinn. Und deinen Pass haben wir auch gefunden. Ganz sicher nicht. Doch, haben wir. Wenn ich so sage. Der Pass liegt im Haus meines Onkels. Stimmt nicht. Wir haben deinen Pass. Weißt du, dass du berühmt bist? Ich habe mal deinen Namen ins Internet eingegeben. Und die Trefferquote lag bei 13.000. Ist unwahrscheinlich, dass er beschuldigt wird, in Afghanistan gekämpft zu haben. Siehst du? Oder ist ihm wichtiger als Religion? Was ist denn? Mein Neffe ist gestorben. Was denn? Hast du das nicht gewusst? Nein, ich beantworte keine weiteren Fragen. Wie heißt er? Hey, weg mit dem Tuch. Ich muss deine Hände sehen können. Hey, du Schlampe. Schlampe. Hey. Schlampe. Hey, setz dich hin. Halt Schlampe. Maul. Hey, du Schlampe. Schlampe. Dieses verdammte Arschloch. Hey, Schlampe! Verdammt, setz dich hin! Schlampe! Halt dein verdammtes Maul! Hey. Du sollst die Fresse halten! Zurück! Setz dich hin! Schlampe! Setz dich verdammt nochmal hin! Was willst du? Das ist irre und gefährlich, Mann. Lass ihn lieber in Ruhe. Auf hinsetzen! Und du an die Strafe! Was willst du? Der war schon geistig behindert, bevor er nach Kuba gekommen ist. Und er hat immer geschrien und alle beschimpft. Du hast dich noch 100, Drecksack! Was wollen die Typen hier? Mach dich fertig auf! Leck mich am Arsch! Drück ihn runter! Drück ihn runter! Lass mal los! Lass mal los! Bringt ihn raus hier! Was ist das?
Sentine, Oster! Das war nur ein Vorgeschmack, ihr Arschlöcher! Nur ein winziger Vorgeschmack! Sieh nicht hoch! Sieh nicht hoch! Man hat mir gesagt, die Akte, die wir in Afghanistan gefunden haben, sei nicht deine gewesen. So. Was wolltest du in Afghanistan? Hey du. Wach auf. Es gab da Ratten, Mäuse, sogar Schlangen. Und Skorpione. Wach auf, aber beweg dich nicht. Rühr dich kein bisschen. Ich komme jetzt in deine Zelle rein, okay? Was ist? Keine Panik, ganz ruhig. Rühr dich nicht, ich komm jetzt rein. Nicht bewegen. Verdammte Scheiße. Sie ist tot, mausetot. War aber ein ziemlich großes Vieh. Kann man wohl sagen. Das war eng. Okay, ich schlaf jetzt weiter. Ist alles in Ordnung. Ich danke dir, Mann. Schon gut. Danke. Kein Problem. Das war's, Leute. Die Show ist zu Ende. Legt euch wieder hin. Asif und Shafiq wurden 3 Monate im Camp X-Ray gefangen gehalten. Ruhl verbrachte 6 Wochen dort. Entschuldigung. Hier wird nicht gequatscht. Entschuldigung. Wie die amerikanische Regierung heute bekannt gab, werden die Gefangenen in ein neues Spezialcamp in Guantanamo Bay überführt. Camp Delta. Steh auf! Los, hoch mit dir! Komm schon! Steckt in der Zelle 11. Waren Sie Mitglied von Al-Qaida? Al-Qaida gehörende? Nein. Nein. Wie lange waren Sie in Afghanistan? Afghanistan, mir geht nicht. Sie wissen doch, ich verstehe Sie sehr gut. Ich bin Engländer. Also Sie verstehen mich auch so, ohne Dolmetscher? Ich bin Engländer. Leben Sie nach den muslimischen Regeln? Sind Sie ein guter Muslim? Ich bemühe mich. Geh weiter und halt die Schnauze. Geh weiter. Wir waren etwa 1 Monat im Delta-Camp, als Ruhl dort eintraf. Hey, Ruhl! Oh nein, ich fass es nicht! Zum Teufel hast du! Hey, 2 Arschlöcher! Was hast du gesagt? Das ist das reinste 5-Sterne-Hotel. Ja, aber in den Hundezwinger musst du draufstehen. Scheiße! Hock dich hin! Hinsetzen! Oh, sieh an, sogar eine Zahnbürste! Echt Wahnsinn! In Camp Delta waren wir etwa ein Jahr, ohne dass ich was tat. Ständig dieselben Fragen, immer wieder. Aber dann wurde plötzlich alles anders. Ich werde Ihnen etwas zeigen. Sie sagten, Sie hätten einen Trainingsanzug von Adidas getragen. Nur eine Trainingshose von Adidas. Das haben Sie nicht gesagt. Wieso ist das wichtig? Das ist Ihr Freund, Asif Iqbal. Wer? Nein, mit Sicherheit nicht. Und das sind Sie, in Ihrem Trainingsanzug von Adidas. Das bin ich aber nicht. Ich hatte keinen Adidas-Trainingsanzug an, nur eine Adidas-Trainingshose, aber das sagte ich bereits. Das klang damals aber anders. Erkennen Sie ihn wieder, Mohammed Atta? Wer ist das? Er ist mitverantwortlich für den Anschlag vom 11. September. Und das hier sind Sie, oder? Ich nicht, wirklich nicht. Das sind Sie. Ich sagte doch bereits, dass... Eine Demo in Afghanistan, die von Osama Bin Laden angeführt wurde, stimmt's? Wie ich schon sagte, das ist ein super Foto, nur das bin ich nicht. Weil ich es nicht bin. Zelle 7. Entspann dich, okay? Wo hast du so lange gesteckt, Ruhe? Sie müssen Shafiq Rasul sein. Ich komme aus Washington. Das ist eine Demonstration in Afghanistan. Erinnern Sie sich, dabei gewesen zu sein? Bitte sehen Sie genau hin und sagen Sie mir, ob Sie vielleicht jemanden darauf erkennen. Das ist Osama Bin Laden. Er spricht auf der Demonstration. Und die Menschen, die hier sitzen, erkennen Sie jemanden davon? Asif? Ruhel? Sich selbst? Da steht was von 2000. Ist 2000 das Datum? Steht jedenfalls da. 2000 bin ich aber nicht in Afghanistan gewesen. Am 1. August, da war ich bei Currys angestellt. Ich habe den ganzen Sommer bei Currys gearbeitet.
Es muss ja nicht unbedingt der 1. August gewesen sein. Vielleicht war es auch der 8. Januar. Egal. Ich habe das ganze Jahr bei Currys gearbeitet. 2000 war ich nicht in Afghanistan. Hören Sie, ich erkenne Sie doch. Da auf dem Video. In Afghanistan. Und das war 2000. Wie ist das möglich, wenn ich gar nicht da war? Sie sind doch auf dem Video deutlich zu erkennen. Gemeinsam mit Ihren Freunden Ruhel und Asif. Und hören, was Osama bin Laden zu sagen hat. Und das war in Afghanistan. Wissen Sie, die Frau, die uns verhört hat, die sagte zu mir, wir haben Leute für mehrere Jahre in Einzelhaft gesteckt. Und irgendwann gaben sie nach. Ich habe da drin etwa 3 bis 3,5 Monate verbracht. Steh auf! Reck die Arme durch! Einen schönen Tag. Scheiße. Hey, Ruhl? Wer ist das? Bist du's? Asif? Was machst du hier? Geht's dir gut? Ja, Mann. Und dir? Es geht so. Das war für uns eine völlig neue Situation. Erst wurden wir bestraft und dann war alles ganz okay. Ja, 2 Monate lang hatten wir unsere Ruhe. Da waren Haken im Boden und die Beinfesseln waren daran angeschlossen. Und da musstest du durch die Beine die Hände strecken bis zum Boden und die wurden dann auch angekettet an dem Haken. Einen da hocken lassen. Eine Stunde, manchmal 2 Stunden, 5 Stunden oder auch 6. Es gab auch keine Toilette. Du musstest einfach da deine Notdurft verrichten, wo du gehockt hast. Was ist los, Mann? Willst du mich mal hinsehen? Bist du eine Schwuchtel? Ist das nicht für dich? Gut, dann bleib halt da sitzen und wickst dir 4 Stunden lang ein. Trinken Sie Wasser? Ja. Sind Sie Mitglied von Al-Qaida? Nein. Haben Sie Osama bin Laden kennengelernt? Nein. Haben Sie mit den Taliban gekämpft? Nein. Der Raum war klimatisiert. Ich musste da in Stressposition hocken. Hilfe! Hilfe! Die wollten von mir hören, dass ich Kämpfer war. Und wenn du das bejaht hast, fragten sie als nächstes, bist du Mitglied von Al-Qaida? Und wenn du zugegeben hast, der Al-Qaida anzugehören, dann warst du geliefert. Hast du gerade gesagt, dass du so ein Scheißkämpfer bist? Ich wollte mich heraus dazu. Nein, du bleibst schön hier drin. Gibst du endlich zu, dass du so ein Scheißkämpfer bist? Hast du das gerade gesagt? Hä? Hä? Ja. Du gehörst dazu? Ja! Sprich lauter, du Arsch! Was hast du gesagt? Ja! Ich sagte, dass ich einer bin. Ich habe gesagt, wenn ich's gestehe, was dann? Dann kommst du vor Gericht. Ich sagte, gib mir Papier und einen Stift, dann schreibe ich's dir auf. Ich habe gesagt, ich bin der Kerl auf dem Foto. Ich war da. Hallo, Asif.
Ich sag Ihnen was, Ihr Fall wird jetzt vor Gericht verhandelt. Was sagen Sie dazu? Das ist gut. Wie bitte? Ich sagte, das ist gut. Das ist gut? Ja. Wieso sagen Sie das? Im Januar war ich in England und auch im August. Das ist kein Problem. Ich kann beweisen, dass ich da war. Ich habe Sie nicht angelogen. Prüfen Sie es nach. Ach ja? Für mich und Asif war die Polizei unser Alibi. Ich musste ein Jahr gemeinnützige Arbeit verrichten. Ich war auf Bewährung. Einmal wegen öffentlicher Ruhestörung und im zweiten Fall wegen arglistiger Täuschung und Betrugs. Egal ob Januar oder August, ich hatte ein Alibi. Ich musste mich kontinuierlich bei Gericht melden. Und auch bei der Polizei wegen der Kaution. Ich habe hier Briefe für Sie. Ich gebe sie den Amerikanern zur Zensur. Okay. Ich bin wegen des Videos hier. Wie oft muss ich diese Fragen eigentlich noch beantworten, Mann? Wenn Sie nicht hier sind, um mir zu helfen, dann habe ich Ihnen nichts zu sagen und Sie können gehen. Ich will Ihnen ja helfen. Ich bin schon mal hier und Sie haben einen Scheißdreck unternommen. Tut mir leid. Hauen Sie ab, Mann. Los, verschwinden Sie. Ihr Jungs habt's versaut. Was? Ihr habt euch angelegt. Wart nicht kooperativ. Wo sind meine Briefe, Mann? Die haben gesagt, dass ich von Ihnen die Briefe kriege. Du kriegst deine Scheißbriefe nicht zurück. Du bist unkooperativ. Verpiss dich, Mann. Nach etwa 3 Monaten haben sie die Anschuldigungen fallen lassen. Sie sagten, okay, wir haben einen schweren Fehler gemacht. Ich gratuliere. Sie sind entlastet worden. Dann durften wir aus den Isolationszellen raus. Und wir kamen in eine Zelle und die anderen Gefangenen nannten uns die 3 Könige. Weil wir 4 Mahlzeiten bekamen. Doppelte Ration. Und sonntags durften wir uns Filme ansehen, kriegten Essen von McDonald's und Pizza Hut. Wenn Sie uns helfen, ich möchte, dass Sie für uns arbeiten. Wenn Sie das tun, dann hole ich Sie in ein paar Wochen hier raus. So ein Quatsch, das können Sie vergessen. Für Sie arbeiten, so einen Scheiß mache ich nicht. Ruhl, Shafiq und Asif wurden für 3 weitere Monate in Guantanamo gefangen gehalten. Was liest du da? Harry Potter. Harry Potter? Kenn ich nicht. Ist ganz gut. Kay Verhalle. Wie geht es dir? Dunkiko, Durst? Es war ihnen noch immer nicht gestattet, Familienangehörige oder ihre Anwälte zu sprechen. Unterschreiben Sie dieses Dokument, das besagt, dass Sie in Guantanamo Bay interniert waren, weil Sie Verbindungen zu Al-Qaida und den Taliban hatten. Sie können mich kreuzweise. Fuck you, Mann, ich werde nichts unterschreiben. Dann kommen Sie nie wieder nach Hause. Eine offizielle Entschuldigung gab's nicht. Die haben nie gesagt, oh, ihr wart das gar nicht. Die haben nie zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Über 750 Menschen waren in Guantanamo inhaftiert. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Es wird geschätzt, dass selbst heute noch 500 dort sind. Nur 10 sind jemals angeklagt worden. Allahu Akbar. Und nicht einer von ihnen wurde für schuldig befunden, eine Straftat begangen zu haben. Aus dem Fenster sehen. Hey, Prinzessin! Hast du was an den Ohren? Es ist verboten, aus dem Fenster zu sehen. Was denn? Hast du ein Problem? Soll ich dich wieder zurückschicken? Hä? Ja, willst du, dass ich dich wieder zurückschicke? Klar will ich das. Hey, Jungs, der Typ will mich wieder zurückschicken. Ich sag dir was, du kannst mich nicht wieder zurückschicken, weil ich nicht dein Eigentum bin. Leg die Kamera weg. Weg mit der scheiß Kamera! Die britischen Häftlinge sind heute aus Guantanamo nach Hause zurückgekehrt. Sie wurden von der Royal Air Force nach Norfolk geflogen und von dort zur Hochsicherheitspolizeistation Paddington Green gebracht, bevor sie entlassen wurden. Man brachte uns in ein Hotel. Ich war der Erste und habe da so 5 oder 10 Minuten gewartet. Und dann klopfte es und mein Vater stand vor der Tür. Wir haben uns umarmt
Keiner hat ein Wort gesagt. Mein Leben hat sich seitdem vollkommen verändert. Meine Art, die Dinge zu sehen. Zu bewerten, was auf der Welt geschieht. Die Welt ist nicht mehr schön. Im Nachhinein kann ich sagen, ja, das war eine Lebenserfahrung. Und mein Leben hat sich dadurch zum Besseren verändert. Von daher bereue ich nichts. Ich habe mich nicht sehr verändert. Höchstens, dass ich mit meinem Glauben jetzt mehr verhaftet bin. Früher hatte ich damit nicht viel am Hut. Ich halte es für das Beste, wenn ich mein Leben einfach weiterlebe. Ich muss in die Zukunft sehen und nicht mehr zurück. Einen Schlussstrich muss ich ziehen. Selbe Geruch. Unglaublich. Sagt es, wenn wir den direkten Weg von Lahore ausnehmen, dann anders fahren müssen? Hallo, wer ist da? Jetzt waren wir hier drin oder bilde ich mir das ein? Wir sind jetzt gleich am Hotel, im Zentrum. Ja, wir sind gleich am Hotel. Das ist der interessanteste Teil der Stadt. Chaudhry Iqbal aus England. Ich bin da. Ein Vernehmungsoffizier der US Army hat behauptet, der britische Offizier zu sein, der Ruhel, Shafiq und Asif in Kandahar verhört hat. Shafiqs Cousin Sahid wurde nach Pakistan verlegt. 2005 hat man ihn entlassen. Was mit Munir geschehen ist, weiß niemand. Asif, Shafiq und Ruhel leben heute in England. Thank you.
Thank you.